Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia in der zweiten Folge. Und wir müssen Goal retten und wir haben hier unseren Fan, Barry. Ein Fan? Ja. Das gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Irgendwie ist die Musik etwas laut. Moment, müssen wir nur ganz kurz gucken. Können wir das jetzt so unter einstellen? Vielleicht hier ein bisschen Sprache, Musik, die dringen ein bisschen nach unten. So, weil dann, glaube ich, passt das ganz gut. Weiterspielen. Go! Ja gut, ist ja irgendwie noch weniger. Okay, da haben wir einen Knopf. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend und vorsichtig. Das ist ja super. Okay, dann können wir die verschieben, oder? Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonier-Ass! Oh! Ah! Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Können wir die verstellen? Nee, achso, da ist da der Knopf. Drück mal den Knopf mal. Mal schauen, was da passiert. Oh, was? Ah ja, ein Hebel. Ja, natürlich drückt man den Hebel, ist klar. Oder ziehen. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dings. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Ich auch. Okay, abbremsen, beschleunigen. Ja komm, erlauben wir uns mal den Spaß zu... Achso, da haben wir was. Beschleunigen? Abbremsen, dass es geht. Komm, wir machen mal beschleunigen. Hey! Oh, oh, oh. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aha. Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja genau. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Ich glaube, wir werden den doch eher... Was? Ich wollte nicht nochmal beschleunigen. Ich wollte eigentlich... Oh! 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 Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mann ist bremsbar. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Keine Propaganda! Darauf verwende ich meine Stiefel. Oh! Nein. Oh, oh, Barry ist, warum haben wir jetzt eine Folge? Was ist hier los? Was? Oh, grausames Karma. Wer dokumentiert mich jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Können wir mit Barry noch reden? Aufwachen und verkämpft den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit. Verdammt. Gut, ich glaube, wir nehmen die Axt mal an uns. Können wir da nochmal? Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit. Der Organon, wie er bleibt von dir. Spaß bremsen. Ich nehme mal die Axt, ja. Ah, und ein Schlauch ist auch da. Und hier ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. Was, den Schlauch können wir jetzt, können wir den irgendwo hier an Gaul? Hey, ja, das ist heiß. Was? An die Kanone? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment, die Axt können wir jetzt... Ja. Können wir den Fotoapparat nehmen? Nö, können wir nicht. Gut, dann mal die Kanone bedienen. Oh! Ah ja. Okay. Ich nenne es das Schlauchodrom. Eine Fahrt, 10 Slotti, zuzüglich 2 Slotti Zimperlichen-Zuschlag. Nur ich fahre umsonst. Okay. Ah ja. Oh, damit habe ich nicht... Es. Was? Was ist los? Moment, müssen wir jetzt die Axt? Komm, ich nehme einfach mal die Axt jetzt. Okay. Ah! Oh! Es passiert was. Ups! Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ups! Ah, Rufus. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Güter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um diese Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heli.
Heliumgas. Was? Warum so random? Ich versteh's nicht. Ach, hey. Da. Ach, herrlich. Das war dann wohl das Intro. Oh, ein Organon-Drive-In, oder wie? Schubidubidub. Yeah! Was? Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Und ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Verstehe ich. Ach, Rufus, er ist herrlich. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja, aber sauer? Nein. Das war schon irgendwie lässig. Was? Oh, ach, sie liebt uns. Ach, ist das schön, sie liebt uns. Ja, Rufus ist okay. So, oh, Fragezeichen. Gibt's sonst hier was? Nö, gibt nur das da. Okay, dann gehen wir da mal rein. Dumm. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Rufus halt, ne? So, wo kommen wir denn da jetzt hin? Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten. Ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. War so klar. Oh. Ah ja. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Ein bisschen, ja. So, wo sind wir jetzt hier? Zur Kreuzertrasse? Wissen wir nicht. Dann geht's da rein. Da geht's auch rein. Gibt's hier raus irgendwas zu finden? Ach, eine Toilette. Das ist ja toll. Da gehen wir gleich rein. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Was? Das kannst du jetzt so nicht sagen. Ist die Stimme eigentlich eine andere von Rufus hier? Die klingt ein bisschen anders irgendwie. Bis jetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Das war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs nie gegessen. Ach, hey. Ach, hey. Gut, okay, sonst gibt's nichts. Gut, dann gucken wir mal da rein. Was? Was geht denn hier ab? Kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ihr nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Okay, gut, was haben wir da? Boso? Ah, ach, Boso? Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied.
Ich nehme ihn mal mit. Großes Anzug brauchen wir. Kleiderbügel? Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Perfekt, nehmen wir mit. Ah, wunderbar. Ging sogar. So. Mysteriöse Wäschesekte. Ach, hey. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Was? Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Okay. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Das wissen wir ja noch gar nicht. Wir waren noch nicht im Hotel. Okay, das ist alles Waschmaschine. Okay. Und sonst gibt es ja offensichtlich ja eh nichts. Na gut, dann raus. Gehen wir mal da nach oben. Hotel wäre wahrscheinlich das hier. Aber jetzt gehen wir mal da rein. Schauen wir mal, was da so ist. Oh. Das ist wahrscheinlich das Hotel. Okay, da wird's. Ne, wir gucken mal, was haben wir da Schönes? Klingel. So. Und sonst ist hier eigentlich nix, nö. Okay, dann gehen wir mal zur Klingel. Upsi. Was? Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Was? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Ah ja. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Oh. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Ah ja, okay. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Aha. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima! Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt! Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo! Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ja. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Ah ja, okay. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Ich rede nochmal mit ihm. Wollen Sie etwas schon wieder auschecken? Was? Nein. Die Wette hätte ich dann wohl verloren. Was kann ich gegen Sie tun? Ah ja,
Ja, gut. Ich gehe da mal auf. Tun Sie das! Okay. Gut. Dann Klingel brauchen wir nicht nochmal. Was und darüber? Ich gehe mal darüber. Schau mal, wo wir da hinkommen. Oh! Ach, das sieht ja richtig schön aus hier. Moment, was war das? Zur Rezeption? Da haben wir. Oh, Salzstreu und Pfefferstreu. Aha. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Ja, nehmen wir mit. Ist klar, ne? Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Okay. Ja, gut, das scheint ein vortreffliches Produkt zu sein, nehmen wir natürlich mit Korkenzieher. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Ja, super, nehmen wir mit Korkenzieher. Vor allem das Plop hat er auch ganz richtig toll gemacht. Kaffeemaschine, was ist da? Das ist gar nichts, okay. Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Das ist okay. Gut. Boah, wir haben richtig viel. Ach, Staub habe ich jetzt im Inventar. Das ist ja toll. Zimmerschlüssel Nummer 5, Salzstreu und Pfefferstreu. Ich kombiniere die beiden mal. Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Oh, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. So, Bosus Anzug machen wir mit Staub dreckig. Behalte die Sachen okay. Lieber in meinem. Da ist eh viel mehr Platz. Okay. Gut, ein Bild. Guck mal. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Ja, und irgendwie ist da... Komm, ich dreh das mal um. Oh, was ist denn das? Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Ich. Wer braucht schon Werkzeug? Ja. Wenn er Hände wie Schraubstöcke. Genau. Das war so klar. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Was kann Rufus eigentlich? Okay, gut, das Bild haben wir jetzt weg. Was ist da dann sonst? Sonst ist hier nichts mehr. Nee, Kaffee. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zur Rezeption. Ah ja, okay. Gut, also das Zimmer ist dann offensichtlich draußen. Raus! Aber dieses Geklicke, das würde mich wahnsinnig machen. Gut, dann ist das wahrscheinlich wirklich das Hotel selber dann. Taube. Oh. Zimmertür, Schrank. Zimmertür, Zimmertür, Zimmertür. Treppe nach unten. Ich gehe mal zu der Zimmertür. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Besten. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch Wenzel, oder? Klappen wird seine Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Ah. Aua! Das gibt ein Horn. Ey, elf mich nicht nach, du. Moment mal. Nee, ach, der Typ ist das. Ich kenne dich. Du bist sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt.
Und der Zerstörer willkommen durch diese Türe? Pippo der Zerstörer, König der Komödianten. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Pippo, Pippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Ach, hey. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Ach, so läuft das. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern. Und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf dem Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Was? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Genau. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Ach. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Ja. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Also ist prinzipiell nie schlecht, ne? Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Was? Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Okay. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon.
Ich habe es anders gesehen. Okay. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Okay, ja, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Haben wir ein bisschen überzogen, aber passiert. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.